Ja, willkommen zu einer neuen Folge unserer allseits beliebten Serie. Ich reagiere auf die Mädchen-WG im Schloss am See aus der Sicht eines 17-jährigen Jungen. Und die heutige Folge nehmen wir mal zwei Folgen mit auf, weil ich komme nie dazu, richtig diese Folgen zu produzieren. Deswegen machen wir heute mal so eine Art Doppelfolge. Also lehnt euch zurück und entspannt ein bisschen, während ich die Mädchen-WG mal wieder auseinandernehme, weil ich finde, zuerst in der zwei Folgen gibt es heute mal nicht allzu viel zu sagen. Ja, im ersten Teil haben sie das ganze Geschirr aus der Dreckbadewanne, also diese Badewanne, die voll war Geschirr ist, rausgeräumt, haben das dann in so ein Schlauchboot gepackt, weil sie haben gemerkt, Moment mal, das ZDF hat uns ja wirklich alles in den Arsch geschoben, also auch ein Schlauchboot. Super, nehmen wir, packen das ganze Dreckgeschirr da rein und haben den ganzen Blödsinn halt dann da reingeschoben und sauber gemacht mit einem Gartenschlauch. Die haben wirklich einen Gartenschlauch genommen und dann das Geschirr sauber gemacht. Aber es hat anscheinend funktioniert. Also super, warum sollte es nicht funktioniert haben? Ja, also, und der zweite Akt war, sie waren Wasserskifahren. Sie haben vorher morgens noch im Bett, haben sie noch für 200 Euro von den 500 Euro Wasserskikurs gebucht in der Nähe. Und waren da Wasserskifahren, natürlich sind die alle der Reihe nach ins Wasser gekrabbelt. Patscht, also von daher, also ich weiß auch nicht mehr, was man dazu sagen soll, außer das war mal wieder eine völlig abzusehende, vom ZDF geskriptete Vollversion. Also von daher gibt es eigentlich zum Wasserski nicht mehr zu sagen, außer die haben sich eigentlich ganz anständig angestellt, aber sind dauerhaft ins Wasser gefallen. So, abends kam dann noch Jungsbesuch, wie es sein muss. Haben sich die Mädchen auch irgendwann Jungsbesuch angepasst, weil das steht ja im Drehbuch der Mädchen-WG ganz oben drin. Irgendwelche Jungs müssen in jeder Staffel vorkommen, also haben sie sich die Jungs angepasst, mit denen sie unter anderem in irgendeiner der vorherigen Folgen Volleyball spielen waren. Und da hat eine dieser Mädchen wieder diesen einen Jungen wieder getroffen. Und ihr wisst schon, dann gab es wieder so ein Blablabla. Die sind bestimmt ein Pärchen und die wollen bestimmt was voneinander. Und die wurden wieder alle gegenseitig aufgezogen und wieder dieses Schöne. Man muss wieder hier auf mein Drehbuch gucken und dem Einfachkeit halber, Einfachkeit halt halber. Wurden wieder auch alle Szenen, wo sie das gemacht haben und das Mädchen damit aufgezogen haben, vor exakt demselben Hintergrund gedreht. Also das ist halt typisch ZDF. Also mich wundert beim ZDF jetzt gar nichts mehr. Zeigt einfach nur, ja, wie die Mädchen-WG produziert wurde. Auf jeden Fall haben sie dann noch so ein schönes Wer hat noch nie Spiel gemacht. Wer das Spiel nicht kennt, ist einfach Wer hat noch nie. Die haben das so gemacht, wer schon mal was gemacht hat, muss einen Finger runter ma machen. Und wer zuerst keine Finger mehr oben hat, hat gewonnen, verloren oder weiß was geil. Ich denn, was weiß der Geier denn? Auf jeden Fall haben die das dann gemacht. Da kann man solche Fragen wie, wer hat noch nie ein Kondom angefasst und wer hat noch nie den Müll rausgebracht und was weiß ich für Fragen. Also auf jeden Fall war das so der Inhalt der ersten Folge. Also Inhalt auf ganz hohem Niveau, Leute. Also der ZDF hat sich mal wieder selbst übertroffen. Auf jeden Fall gibt es ja noch eine zweite Folge jetzt. Doppelfolge. Auf jeden Fall in der zweiten Folge. Die finde ich, da ist ein bisschen mehr Inhalt drin. Haben sie das erste Mal, und zwar war halt der große Weltausflug da, weil es ja Mädchen-WG in der Ostzone. Also haben sie jetzt einen Ausflug nach Cottbus gemacht. Und haben erstmal, was machen die Mädchen? Machen natürlich irgendwelche Sandwiches und haben dann irgendwelche Sandwiches gemacht. Und natürlich macht man für den allseits beliebten Zuschauer daraus einen Wettbewerb, wer das höchste Sandwich bauen kann. Und dann haben die den ganzen Kram so hoch gemacht, haben die dieses ganze Sandwich so hoch gemacht, haben irgendwelche Zahnstocher genommen, Schaschlikspieße. Und haben daraus, das war kein Sandwich mehr, sondern das waren dann zwei Scheiben Toast. Die haben, weiß ich nicht, wie viel Toast die hatten. Wir haben die fünf Pakete gekauft, aber bestimmt den Billigtoast. Haben dann diesen Toast genommen, haben dann irgendwie was gemacht, haben noch irgendwie Salami, Nudeln und was weiß ich noch alles genommen und haben einfach diesen ganzen Turm so hochgestapelt. Also das war bestimmt über einen halben Meter hoch. Also das Sandwich hätte ich auch gerne nicht gegessen. Also von daher war das halt wieder eine typische ZDF-Aktion. Wir unterhalten ein paar 13-jährige Jungen. Also von daher, auf jeden Fall waren sie noch einkaufen. Zwei der Mädchen waren noch einkaufen beim Schwarzen Netto, sag ich jetzt extra dazu. Also der Netto heißt Schwarze Netto oder Hundenetto oder so. Auf jeden Fall, dieser Netto, weil das ZDF hat natürlich den Laden zensiert, aber
Wer schon mal da irgendwo in der Ostzone war, weiß, dass das der schwarze Netto, dass dort eine große Lebensmittelkette ist. Auf jeden Fall waren die dort einkaufen und haben unter anderem Waschmittel gekauft und haben das absolut nicht auf die Kette bekommen, Waschmittel zu kaufen. Wirklich, die waren Waschmittel. Das sind Mädchen. Normalerweise sollten die eigentlich wissen, wie Waschen funktioniert. Dann haben die auf jeden Fall kein Waschmittel gekauft. Ey Gott, da haben die Waschmittel gekauft, aber viel zu viel, weil sie sind ja nur eine Woche da, haben viel zu viel Waschmittel für diese Woche gekauft. Aber das sollen sie. Auf jeden Fall haben sie ja wieder den üblichen Kram gekauft, haben 224 Euro bei dem Laden ausgegeben. Wieder viel, viel, viel zu viel. Und das eine Mädchen hat einfach die ganze Zeit die Maske unten gehabt. Hat war einfach zu dämlich, sich die Maske über die Nase zu ziehen. Ich die ganze Zeit während der Folge: Maske hoch, Maske hoch, Maske hoch. Ich, die haben dann Maske runtergezogen, um am Waschmittel zu reden. Also sehr hygienisch und Corona-Bestimmungen wurden an dieser Stelle auch extrem ernst genommen. Lobe ich mir. Lobe ich mir. Also die Maskenpflicht wurde an der Stelle sehr ernst genommen und extrem ernst. Auf jeden Fall hat sich dieses Format auf einmal, das ZDF, gedacht, wir müssen dieses Format mal als Bildungsformat etablieren. Es geht ja nicht immer nur, dass wir immer irgendwie zeigen, wie man den höchsten Sandwich-Turm bauen kann und Jungs anbaggern kann. Da muss ein bisschen mehr Inhalt hier nachher. Also haben sie jetzt einen Ausflug gemacht nach Cottbus in ein ehemaliges DDR-Gefängnis und haben dort einen ehemaligen Insassen getroffen, der 1981 versucht hat, von der DDR in den Westen zu fliehen und es nicht geschafft hat, von der DDR aufgegabelt wurde und ins Gefängnis nach Cottbus geschickt wurde und erklärt sie halt ziemlich darüber auf, welche schlimmen Zustände in DDR-Gefängnissen geherrscht haben. Und ich finde mal, da hat das ZDF mal den Bildungsauftrag erfüllt und wirklich mal Aufklärung bewiesen, was da so in der DDR abging. Das ist auch wichtig. Und das ist einfach, da hat das ZDF mal ausnahmsweise einen Bildungsauftrag aus meiner Sicht erwiesen, weil sie haben halt in so einem typischen Trash-Doku-Soap-Format für Jugendliche haben sie auch ein wenig Geschichte, ein wenig Bildung eingebaut, indem sie ein wenig über die DDR aufgeklärt haben. Da würde ich mal sagen, das war gar nicht so schlecht der Beitrag und da möchte ich da gar nicht zu viele Witze drüber machen, weil es hat einfach mal sinnbildlich gezeigt, welch miese Zustände einfach in DDR-Gefängnissen geherrscht haben. Und man hat den Jugendlichen da, denke ich mal, auch einen gewissen Denkanstoß gegeben. Und ja, auf jeden Fall haben sie dann am Ende des Tages noch ein bisschen Klatsch und Tratsch geführt. Und ja, würde ich sagen, das waren die beiden Folgen. Da würde ich sagen, bis zu einem neuen Video und tschüss.